Menschen, die oft tun, was sie bereuen. Wenn ein Kopfmensch auf einen Bauchmenschen trifft, ist das Streitpotenzial groß. Und wenn das Ganze auch noch in einem italienischen Dorf passiert, so scheint das Chaos fast vorprogrammiert. Mit dem Musical Don Camillo und Peppone bringen die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, ein Stück auf die Bühne, das auf den Romanen Il Mondo Piccolo von Giovanni Guareschi basiert. Es ist eine Nachkriegsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wirklich zwei unterschiedlich so konträre politische Kräfte aufeinander treffen. Jeder in der Meinung, das Gute für die Menschheit zu wollen, so konsequent, dass es wirklich den größten Moment der Reibung gibt. Und das wird eben nicht auf dramatische Art und Weise umgesetzt, sondern eben auf lustige Art und Weise. Für heitere Stimmung auf der Bühne sorgen vor allem die beiden Hauptfiguren, Don Camillo und Peppone. Wir sind ein einziges Problem füreinander, aber wir sind auch die Lösung. Das absolut ist das Schöne. Ja. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wollen wir beide die Leute auf unsere Seite ziehen, also das Dorf auf unsere Seite ziehen für unsere Ansichten, für unsere idealistischen Vorstellungen. Ja, und im Endeffekt müssen wir immer Kompromisse eingehen. Dass ein katholischer Pfarrer und ein kommunistischer Bürgermeister nicht immer auf einer Linie sind, verwundert nicht. Doch gibt es auch etwas, das sie miteinander verbindet. Das Dorf. Oh mein Gott! Das ist Wahnsinn, oder? Das ist super. Super, das haben wir nicht abgesprochen. Harmonie trotz unterschiedlicher Gesinnung. Das trifft auch auf die Musik des neuen Musicals zu. Der Kontrast zwischen Don Camillo und Peppone ist verschiedene Musik. Und, es gibt viele, viele Stücke, wo die streiten zusammen, aber immer mit Respekt. In dieser Zeit eben, wo davon die Rede ist, dass wieder Zäune gebaut werden, in unserem Stück kommen eben die Figuren der Geschichte zur Erkenntnis, dass die Mauern und die Zäune, auch die ideologischen und die politischen, religiösen, tatsächlich fallen sollten. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft heutzutage. Wer sich also von der Kraft der Versöhnung inspirieren lassen will, ab 27. Jänner ist es im Ronacher zu sehen.